Am 19. Mai öffnen nicht nur, wie berichtet, Gastronomiebetriebe, sondern unter anderem auch wieder die Konzertsäle. Im Grazer Musikverein zum Beispiel ist da ein Konzert mit dem Geiger Julian Rachlin angesetzt. Ein anderer Ausnahmegeiger, der erst 26-jährige Emanuel Cechnavorian, gibt heute Abend ab 19.30 Uhr sein Debüt als Dirigent. Und zwar in einem Internetstream mit Mozarts Jupiter-Symphonie. Mozarts letzte Symphonie wurde nachträglich Jupiter-Symphonie genannt, als Ausdruck für die Göttlichkeit, die dieser Musik innewohnt. Dieses Meisterwerk mit den Grazer Philharmonikern und dem jungen Dirigenten Emanuel Cechnavorian aufzuführen, ist eine besondere Konstellation. Wir waren ein bisschen beide sehr kühn in der Überlegung, die Jupiter-Symphonie soll sein Debütstück sein im Musikverein. Und wie man sieht, die Energie ist übergesprungen. Dass der junge Ausnahmemusiker auch künftig den Dirigierstab seiner Geige vorziehen will, liegt wohl auch in seiner Familiengeschichte. Das Dirigieren kommt nicht von irgendwo. Mein Vater ist Dirigent und ich habe als kleiner Junge die Zeit auf dem Podium verbracht neben meinem Vater, und das Dirigieren ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Was macht einen guten Dirigenten aus? Das ist eine sehr spannende Frage. In erster Linie muss ich ganz trocken sagen, ist es ein Handwerk. Man muss in der Lage sein, handwerklich mit seinen Händen Emotionen auszudrücken. Aufwendig wurde dieses Konzert für das Internet eingefangen, das so kostenlos zur Verfügung steht und die Zeit bis zum echten Konzertleben verkürzen soll. Man versteht nicht, wie Mozart überhaupt sowas komponiert hat. Der letzte Satz ist ein Mysterium. Man kann das jahrelang analysieren, aber es ist trotzdem etwas Göttliches.